herzlich willkommen und ja, hallo zu Wie mache ich Silage im Kleinformat. Der neue Balken wäre im Einsatz und ich so Silage mache. Ja, erster Versuch, den ganzen Tag kommt es ein wenig Abdruck nach und jetzt schauen wir mal, ob es was wird. Ja. Was voll? Gleich oder nimmer? Ja, wie ist es denn? Was brauchst du zu viel?
bisschen schlechter dosierweise. Thank you.
Allein, das Wochenende ist rum. Der Montag ist quasi auch schon gelaufen. Ist jetzt ja, 5:30. Gibt's gleich dann Abendessen. Und ja, ich habe halt wieder gearbeitet gehabt. Ja. Silage ist eingefahren. Ja, es ist wie gesagt der erste Versuch in den kleinen Foss. Das nächste Foss, was ich noch unten stehen habe, das will ich noch einmal anders probieren. Da will ich dann vom Rosenmäher das Zeichen halten und isolieren. Wird sich leichter verdichten lassen, weil ich meine, ich habe natürlich keinen Radlader, mit dem ich übers Foss drüber fahren kann. Wäre irgendwie Quatsch, ich habe schon einen Radlader, aber das ist ja Blödsinn. Ja, warum auch, ich kann Silohaufen wie anderer. Tja, der ein oder andere kennt halt die Probleme mit den ganzen Behörden und du, wenn du einen Silohaufen irgendwo anlegst, ich bin jetzt hergehe und mitten in der Wiesen mal einen Silohaufen rein. Dann wird gleich beim Amt bemängelt, was ist denn das, wenn sich das jetzt da ein halbes Jahr lang nicht bewegt. Quasi, dort liegt halt. Dann sagst du, das ist Silohaufen. So, dann kommen sie aber, dann kontrollieren sie und dann sagen sie, du läuft der Sicherheitshaften aus. Ganz schlimm. Deswegen habe ich mir gedacht, du, das ganze Zeug, das machen wir ganz anders. Wir nehmen einen Ringdonner. Ich weiß, es klingt vielleicht bescheuert, aber es funktioniert. Das haben andere Rage gemacht. Ich nehme Ringdonner, fülle die mit Gras. Die waren auch saumäßig schwer, als ich schätze, haben unten die. Die waren knapp einen Zentner jetzt rum. Okay, ja, warte mal jetzt so. Wäre vielleicht noch mehr gegangen. Aber ich denke einmal für den Anfang, fürs allererste Mal probieren, langt das. Wie gesagt, mit Grasschnitt vom Rasenmäher, weil ich wahrscheinlich viel, viel mehr Gewicht zusammenbringe. Der lässt sich deutlich besser komprimieren als das Longergras, was wir jetzt gehabt haben. Aber für den ersten Versuch einmal, ob es überhaupt funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ich mache jetzt einmal die zwei Fässer. Wenn es klappt, ist recht. Wenn es nicht klappt, okay. Sagen wir es mal so, das, was ich da abgemäht habe, wäre sowieso kein Futter nicht geworden, sondern das wäre eigentlich sowieso auf dem Mist gelandet. Von daher, okay, wurscht. Ja, das auf jeden Fall einmal da dazu. Deswegen ja diesen, ja, der eine oder andere mucks belächelt, lustigen Versuch da, aber wie gesagt, andere machen das auch. Ich meine, ob ich es jetzt 100% umgesetzt habe, ich habe jetzt auch kein Viehsalz mit rein, weil normalerweise kommt ja wegen Viehsalz mit rein oder Silierhilfsmittel oder sowas. Ich meine, ich kenne das Silieren von früher. Wir waren mit unseren alten Zettelmeier-Radlader, mit dem großen Blauer, den wir mal gehabt haben, regelmäßig zum Silieren unterwegs. Und ja, da ist es anders gemacht worden. Da sind dann nicht mehr die Silagewegen gekommen. Da ist aber noch nicht groß mit Häcksle, sondern halt da ist noch mit die Silierwegen mit Messer drin, ist das Gras geladen worden. Dann sind sie auch gekommen, mit Dosierwalzen hinten drin haben sie es rausgehauen. Ich denke da, und die hat zwei Achsen, Krone oder was hat es noch gegeben? Ja, Krone und Bedinge hat es da schon gegeben. Oder kann ich mich erinnern, sind da gefahren und die haben halt dann Häckselketten gemacht quasi. Oder Häckselketten ist ja gut, Silierketten. Und mit dem Radlader ist dann siliert worden, ist platt gefahren worden. Da haben wir einen Zettelmeier für gehabt mit Fazadonner. Wie gesagt, ist irgendwann untergegangen, weil die meisten Bauern haben dann einen großen Bulldog gehabt. Dann ist es mit dem gegangen und ja, ihr wisst ja, ich sage einmal, die meisten waren sowieso wissen. Wie es heutzutage läuft, da ein Radlader lang, das 10 da man nicht mehr, brauchst du zwei alte Radlader sowieso nicht, weil dann muss er schon größer sein und schwerer sein und sowieso und pipapo. Und naja, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich habe es im Glan versucht, weil ich gar nicht weiß, ob es meine Viecher überhaupt mögen. Ich habe es im Glan gemacht, die Fässer kann ich mit dem Sockwurm verfahren, wenn ich will. Selbst wenn das Ding 200 Kilo wiegt, kriege ich es dann noch auf den Sockwurm drauf und kann es mit dem Sockwurm noch versetzen. Oder natürlich, wenn es auch eigentlich zu schwer wären, ich könnte mit dem Radlader gehen, könnte es auch auf den Radlader nehmen, könnte es auch da damit versetzen. Null Problem, wunderbar, kann es auch hinstellen, wo ich es auch brauche. Gut, ich muss auch am besten unter Dach stellen, weil sie auch nicht so dicht sind, dass kein Wasser nicht rein kann. Sind zwar so dicht, dass nichts an Luft reinkommt, aber halt nicht wasserdicht. Ich war das nächste Foss nochmal so probieren, da war ich isolieren, soweit wie es geht, das die Planer oben drauf und dann mit irgendeiner schweren Holzplatten und Star oben drauf die Planer richtig fixiert, dass die sauber auf dem Rund vom Foss aufliegt. Ob das besser ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, das sind Versuche, das muss ich einmal probieren, was sich zeigen, ob es klappt oder nicht. Und ja, falls noch irgendjemand von euch einen Tipp hat, wie man es vielleicht noch besser machen kann, das Ganze, ich bin immer offen für was Neues. So ist es nicht.
Aber kommt man nicht, du musst davor Silo bauen oder du musst jetzt ein Hochsilo bauen oder du musst jetzt irgendwo einen Silohaufen machen. Also das könnt ihr vergessen, das machen wir nicht, das funktioniert nicht, geht nicht. Ausgeschlossen. So, und jetzt noch was anderes in eigener Sache. Also noch oszillieren jetzt da. Das klingt so lustig, wenn ich das so auch noch oszillieren. Aber es ist ja nichts anderes gewesen. Ja, habe ich so richtig Bock aufs Heu. Freue mich schon so richtig drauf. Das Einzige, wo ich mich überhaupt nicht drüber freue, das ist die Arbeit mit den Ballen. So, das habe ich dem einen oder anderen ja schon in der WhatsApp-Gruppe geschrieben gehabt. Aufs Ballenladen habe ich überhaupt keinen Bock. Das ist eine Arbeit, die macht ehrlich gesagt wirklich keinen Spaß. Wenn du die Ballen alle gepresst hast, gut, die liegen sauber auf die Wiesen und dann musst du aber halt alle hochstechen. Moch bei einem flachen Wung geht schön, oder wenn der Wung nicht sonderlich voll ist, geht schön. Moch bei den ersten 100 Ballen noch ganz schön gehen, aber wenn es dann einmal, und ich gehe davon aus, ich war ziemlich in die Nähe von den 400-500 Ballen gekommen, wenn du das einmal gemacht hast, und dann waren sie recht schwer. Irgendwann waren sie dann auch so schwer. Ob der Ball jetzt halt 15 oder 20 Kilo hat, ist wurscht, aber die waren dann auch schwer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, da davor kraut es mir schon wieder. Ja, was könnten wir machen, was könnten wir machen, was könnten wir machen? Schon überlegt, überlegt, überlegt. Ich bin jetzt auf der Suche, aktuell noch eine Ballenrutschen. Falls jemand von euch irgendwo eine Ballenrutschen vor einer Welge liegen hat, ich brauche das Kanalmaß 36-48. Das haben, und da habe ich mal extra Listen rausgesucht, folgende Pressen. Es müsste passen eine Rutsche von einer Welge AP12 oder einer AP12K, von einer AP45, von einer AP48, 50, 51, 52, von der 53er, von der 61er, von der 63er, von der 73er, von der 83er, von der 500er und von der 530er Welge. Falls da irgendwo jemanden weiß, der so ein Ding noch rumfliegen hat. Klar, man könnte es selber bauen, aber ja, ich suche halt eigentlich ein Ballenrutschen. Ich habe das Anhängemaul für die Presse, das steht unten im Stadl. Das habe ich damals mitgekriegt. Aber was mir fehlt, ist leider die Ballenrutschen. Ich möchte mir die Arbeit ein wenig leichter machen. Ich möchte das Zeug auf einen Wagen aufpressen. Gut, du brauchst trotzdem eine zweite Person, ist klar, der das dann schlicht. Aber ich sage mal, es wäre leichter, als wenn man alles vom Boden immer noch aufklauen muss. Ist einfach so. Deswegen, ich suche halt eigentlich schon so ein Ballenrutschen. Und dann noch was in eigener Sache. Zu der Welge AB12. Hat irgendjemand einen Tipp für mich, wie es besser ist? Die Ballen ein wenig länger machen, dass sie schwerer werden, dass sie dann besser zubleiben, oder die Ballen lieber kurz machen und hoffen, dass die Bänder dann drauf bleiben und schön stramm sind. Also ich habe die Ballen jetzt immer kürzer gemacht, erstens, dass sie leichter sind und zweitens in der Hoffnung, dass das Bond nicht mehr so leicht runterrutscht. Mit dem Bond ist natürlich trotzdem relativ, passiert trotzdem immer mal wieder. Ich möchte das endlich einmal verhindern, dass die Bänder seitlich abrutschen. Ich weiß, das ist bei der AB12 oder bei der AB41 zum Beispiel. Es ist ein Problem, weil der Garnhalter bei denen Pressen noch zu weit außen ist. Das ist bei den späteren Modellen, AB63, 53 und so weiter, ist das besser gelöst. Da ist der Garnhalter noch enger zusammengekommen, sprich das Bond ist weiter in der Mitte vom Ballen, rutscht nicht mehr ab. Oder nicht mehr ganz so leicht. Meiner Ballen haben das Bond relativ weit außen, rutschen recht leicht ab. Ich habe aber auch immer das Gefühl, die sind sehr schwach geknotet. Also nicht der Knoten sehr schwach geknotet, aber das Bond ist zu lose rum. Liegt es jetzt drauf, weil die Ballen zu kurz sind, dass er das welche nicht weit genug aufgeht? Oder liegt es jetzt drauf, weil der Knoten irgendwie, oder ich, keine Ahnung, macht es vielleicht Sinn, Schuppenbleche oder sowas einzubauen? Nur mal so als Idee. Ich meine, ich weiß von anderen, die haben auch AB12. Patrick, an dieser Stelle, das sei an dich gesagt, ich weiß, du hast da AB12. Bei dir funktioniert's. Ich habe immer das Problem, bei mir rutschen gerne mal die Bänder ab. Nicht beim Pressen, sondern immer beim Laden, wenn du da hochstechen tust. Oder gerade wenn du da halt so auf den Hänger draufschmeißen tust, auf den Kipper. Jedes Mal rutschen mir die Bänder runter. Sei es beim Abkippen oder sei es dann, wenn du dann auf den Stottel tust mit dem Greifen, rutschen die Dinger ab und es nervt. Falls da jemand noch irgendwie eine Idee hat, was man machen könnte, ich wäre dankbar, darum zu wissen. Gut,
Ja, das war's jetzt dann an der Stelle. Welcher der Presst, ob ich einmal gebeten worden, ich soll einmal zeigen, wie das funktioniert mit dem Schnureifädeln oder mit dem Garneifädeln, das kann ich gerne einmal machen. Wenn es soweit ist, ich wollte sowieso mal das Loserzeichen im Stadelloch pressen, das ist nämlich auch ein Grund, warum ich nichts gemacht habe, weil ich nehme nur auf ein loses Zeug. Dann brauche ich eh ein neues Garn, weil das alte ist leer. Dann fädle ich es einmal komplett von Grund auf neu ein, zeige euch einmal, wie das funktioniert. Dann habt ihr das nämlich auch mal gesehen. Ich glaube, da werde ich vielleicht sogar mal in der Hinsicht ein extra Video machen. Das mache ich vielleicht gar nicht im Vlog, sondern mache wirklich ein gesundes. Ja. An der Stelle sage ich jetzt dann danke fürs Zugucken. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns demnächst wieder. Ich sage extra nichts anderes, weil man weiß ja nie, was dazwischen kommt. Und ja, man sieht sich wieder. Servus!